Ja, Freunde, also unfassbar merkwürdige Situation, die ich mit euch teilen muss. Weißt du, da bin ich gerade bei Edeka und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Übrigens kurz vorab, das ist jetzt mega off-topic. Ich wollte euch einfach nur kurz dran teilhaben lassen, weil ich wirklich gerade noch... Ich bin extrem verwirrt immer noch. Aber es geht gleich noch kurz um Krypto, aber hört gut zu. Ich laufe also gerade bei Edeka rein, okay? Also um 7 Uhr war das, wo die gerade aufgemacht haben. Ich habe keine Ahnung, wie spät es jetzt gerade ist, wo ihr das Video seht. Aus meiner Sicht sind es gerade 7.47 Uhr, ich bin gerade wieder zu Hause. Ich gehe also da rein und ich habe sogar eine Story auf Insta gemacht. Die auf Insta sind, die werden es gesehen haben. Ich laufe da so rein und ich suche Kaffeeweißer, okay? Weil ich mag einfach Kaffee mit Milch, Zucker und auch noch Kaffeeweißer obendrauf. Das ist eine wichtige Anekdote jetzt, die keinen interessiert, aber für mich ist es wichtig, weil ich mag das. Also stehe ich in diesem Gang mit dem Kaffeeweißer und ich bin halt ein Mann. Jungs, ihr kennt das alle. Wir stehen da und wir gucken erstmal so. Wahrscheinlich haben wir schon dreimal am richtigen Produkt vorbeigeguckt und wir gucken einfach so. Naja, und in der Zeit, wo ich da halt so stehe und laktosefrei und so und ich denke mir, Bruder, welchen Kaffee weiß er? Ihr wisst das, wir Männer sind völlig überfordert mit sowas. Steht da ein Typ, ich bemerke den so im Augenwinkel, okay, also erstmal nichts dabei gedacht. Ich hab diesen toten Männerblick auf den Kaffeeweißer, ich such meinen Kaffeeweißer, okay. Da ist ein Typ neben mir, also wirklich exakt neben mir, der mit seinem ganzen Körper zu mir gerichtet ist, okay? Und ich bemerke das im Augenwinkel und ich bin wie versteinert. Freunde, ohne Scheiß, ich bin wie versteinert, weil ich mir denke, was möchte dieser Mann? Imagine that, 7 Uhr morgens in einem Edeka. Marcel sucht Kaffeeweißer. Neben Marcel steht ein Mann, also wirklich ein Meter Abstand vielleicht. Alles um uns herum ist leer, nur dieser Mann und ich. Und er steht mit seiner ganzen Körpersprache zu mir gerichtet und starrt mich an. Und irgendwann, weil ich mir auch irgendwann mal so dachte, Digga, was will der? Drehe ich mich so zu ihm und gucke ihn so an. Und dieser Moment war unfassbar suspekt, denn wir haben beide geschwiegen und uns einfach nur angestarrt. Und das war ein unfassbar unendlicher Moment. Also wir starren uns an, es ist ein interstellarer Moment und ich denke mir, Bro, was passiert hier gerade? Und er denkt sich wahrscheinlich, Bro, was passiert hier gerade? Und irgendwann, Jungs, ihr kennt das, irgendwann mache ich so diese obligatorische Kopfbewegung. So nach dem Motto, was los, Digi? Er hatte jetzt also die Möglichkeit, darauf zu antworten und zu sagen, ja, so und so, bla bla. Oder vielleicht wollte er nur den Kaffeeweißer, so nach dem Motto, geh mal weg, ich will einen Kaffeeweißer, keine Ahnung. Er fängt an, seine Füße zu bewegen und läuft, das ist no joke. Ich kam mir vor wie ein Affe in einem Zoo, okay? Er läuft um mich herum, um einmal hier mein Tattoo zu checken. Er will mein Tattoo checken, okay? Das heißt, dieser Mann begutachtet mich wie ein Tier im Zoo und läuft um mich herum, guckt auf mein Tattoo und fasst dabei sogar meine Jacke an. No joke. Er fasst meine Jacke an, zieht diese runter und guckt so an mein Tattoo. Und ich stehe regungslos. Regungslos. Ich dachte, was passiert denn jetzt, Mann? Und er schaut mich an und sagt, Crypto Gang. Ja? Er steht jetzt vor mir. Ihr müsst euch vorstellen. Er sagte, wie gesagt, Crypto Gang. Ich sagte, ja. Und er macht den hier. Er hält mir einfach seine Hand hin. Und ich habe diese Hand genommen. Ich habe diese Hand genommen und wir haben uns, auch zu Zeiten von Corona, wir haben uns die Hand geschüttelt. Weitere Worte sind nicht gefallen. Das war die ganze Konversation. Dieser Mann ist dann umgedreht und gegangen. Brudi, wenn du das siehst, unfassbar merkwürdige Begegnung, interstellarer Moment, gepaart von Cringeness des Todes. Brudi, mach sowas nie wieder. Du hast mich des Todes erschreckt. Ich dachte, du willst mich, weiß ich nicht, in die nächste Ecke zerren oder keine Ahnung. Das war komisch, Digga. Sowas macht man nicht. Das war wirklich cringe, Mann. Naja, aber sei es drum, Freunde. Kurz die News, ja, Selle. Mit der Brudi Recep Tayyip Erdogan, seines Zeichens Präsident der Türkei, hat Bock auf das Metaverse. Denn jedenfalls hat er seine Partei, der AKP, gesagt, Jungs, befasst euch doch mal ein bisschen ausgiebig damit und dann organisieren wir ein Forum und sprechen alle mal drüber, was wir da jetzt machen, wie lukrativ das ist, was wir da machen können, etc. pp. Generell ist das Metaverse in der Türkei tatsächlich sehr, sehr beliebt und anscheinend hat selbst El Presidente höchstpersönlich Bock auf das Zeug. Finde ich geil, was sollen wir da jetzt 8 Minuten drüber labern, Freunde, damit das Video unnötig was länger wird. Ich würde sagen, Case closed und weiter geht's. Binance wird Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft. Das war's eigentlich schon. Cool. Naja, okay. Man könnte jetzt vielleicht noch anmerken, dass der Verband, also die AFA, die AFA, jetzt Beef mit einem anderen Kryptopartner deswegen hat. Die sind ja schon länger in Partnerschaft mit Socios. Also viele von euch kennen die unter dem Namen Chilis. Das sind die Brudis, das Unternehmen hinter Chilis. Und die machen jetzt eben Stress und sagen, ja, das ist jetzt Vertragsbruch und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, was juckt uns das? Case closed, Freunde. Weiter geht's. Facebook gibt ihr Möchtegern Krypto-Projekt namens DM jetzt endgültig auf, wurde auch Zeit meiner Meinung nach, also da könnten wir jetzt natürlich auch 10 Minuten drüber labern und da, also
im Prinzip können wir das jetzt ausschlachten, damit ich die Werbeeinnahmen von euch abluchse. Aber nein, Freunde, kurz auf den Punkt, warum denn immer so ein dummes Rumgelaber? DM ist gescheitert, Facebook sieht ein, dass das keinen Sinn mehr hat, stampft das Projekt im Boden, fertig, Case closed, Freunde. Lasst uns wetten darüber abschließen, wie viele YouTuber heute noch minutenlange Berichte darüber machen, als wäre das voll die weltbewegende News, Kappa. Wenn wir uns dann noch kurz den Markt angucken, was auch immer gerne genutzt wird, um nichtssagende und sinnlose Videos so lange wie möglich zu strecken, dann sehen wir was? Richtig, wir sehen Kurse, wie genau jeden Tag, Freunde, die ziemlich volatil sind, was einfach völlig normal ist und nicht mal wert ist, auch nur 30 Sekunden darüber zu sprechen. Und nicht zu vergessen, Freunde, der obligatorische Videostreckerblick auf den Fear und Greed Index, der steht heute bei, ja, bei 24 und das juckt keine Sau, Palim Palim. Und damit, Freunde, sind wir heute auch schon wieder durch. Alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren. Großbild activated. Die Sache ist wie ein Spiegel, die länger da sind. Die kennen die ganzen Geschichten. Der Algo wird ein bisschen... Wartet, stopp, Freunde. Wisst ihr, was gestern passiert ist? Noch Real Life Story. Ihr merkt, ich bin heute irgendwie unter Strom. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich heute Nacht Fieber hatte. Nein, ich habe kein Covid-22 Edge Plus. Nicht die neue Variante. Ich bin auch nicht krank. Passt auf, ich muss euch zeigen. Ich habe hier gestern ein Tattoo bekommen. Guck mal. Ey, Alter, das war ein Lachs, das tat weh und ich habe Fieber durch den Lachs gehabt. Und ich habe ein paar Tattoos schon, ich habe noch nie Fieber wegen einem Tattoo gehabt. Ich habe richtig Fieber gehabt, über 39 Grad und ihr wisst, was das bei uns Männern bedeutet. Wir sind komplett tot. Na, Freunde, die Sache ist wie ein Spiegel. Ich bin raus. Morgen, Reinhold.